Guten Morgen und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Janice und heute machen wir wieder einmal 3 Folgen Anime. Das ist ein Format, bei dem ich mir mindestens die ersten 3 Folgen eines Animes anschaue und euch dann berichte, wie ich es fand, ob ich es empfehlen kann. Und ja, heute machen wir ein kleines Special, weil wir machen nur Netflix-Anime. Ja, beginnen wir doch einfach mal, oder? Sorry, ich bin ein bisschen krank. Der erste Anime, den ich für euch habe, ist vielleicht ein bisschen was anderes. Es geht nämlich um Thermen. What? Also der heißt Therme Rome Nove. Keine Ahnung, ob der wirklich so heißt oder aufs Englisch ausgesprochen wird oder keine Ahnung. Da geht es um einen Typen, der möchte gerne Thermenarchitekt werden. Also jemand, der hübsche Thermen baut. Ihr wisst ja, was eine Therme ist. Also da geht man hin zum Chillen und zum Baden und ne? Und dieser Typ lebt im alten Rom und er hat die Fähigkeit, irgendwie durch das Wasser in ein Zukunfts-Japan zu kommen und da Thermen zu benutzen. Es ist super strange, weil dieser Typ kann ja auch kein Japanisch. Es sind halt immer so Kommunikationsprobleme und dann landet er da und verdirbt sich den Magen, weil er zu alten Alkohol trinkt. Er weiß nicht, dass man in Japan nicht einfach so nackt rumläuft und all solche Kleinigkeiten passieren da. Ich bin jetzt bei Folge 6, glaube ich, und der Anime ist... Ich weiß es nicht. Also ich will wissen, wie es weitergeht. Aber es ist auch nicht super krass. Es ist halt auch witzig, weil am Ende ist dann halt die Mangaka und die zeigt dann, wie Thermen sind und was so besonders daran ist. Und ich kenne mich halt mit Thermen überhaupt nicht aus. Und es ist irgendwie witzig. Also irgendwie ist es strange und witzig. Aber will ich es empfehlen? Irgendwie auch nicht, weil so krass ist es dann wieder nicht. Ja, ihr seht, ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, es ist halt mal was komplett anderes, deswegen kann man sich das schon mal geben. Für so nebenbei ist es schon echt ganz witzig. Und kommen wir doch einfach mal zum nächsten Anime. Den kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich wollte ihn trotzdem einfach mal mit reinbringen, weil viele, glaube ich, nicht wissen, dass der auf Netflix stattfindet oder vielleicht ihn noch nicht auf dem Schirm haben. Vinland Saga. In Vinland Saga geht es um Thorfinn, das ist ein Wikinger und der möchte Rache üben, weil jemand ihm genommen wurde von einem Typ. Deswegen schließt er sich indirekt seiner Crew an und versucht dann den Typen umzubringen. Versteht man, was ich sagen will? Bestimmt. Auf jeden Fall ist er halt super krass auf Rache gedrillt, der Thorfinn. Und ab Staffel 2 gibt es halt einen relativ harten Cut und es geht in eine sehr, sehr andere Richtung. Viele springen da ab, viele sagen, das ist der Punkt, wo es richtig geil wird. Da sind halt zwei Lager, man muss entscheiden, welcher Typ man ist. Für mich kam dieser Switch sehr überraschend, im Manga damals noch. Mir hat es dann gefallen. Ich kann es aber auch verstehen, dass man sagt, hey, ich gehe da wegen einem Rache-Action-Anime rein und im Endeffekt ist es dann was anderes, als ich mir erhofft habe. Und vielleicht ist es auch so ein Altersding, keine Ahnung. Früher hätte ich das wahrscheinlich nicht gefeiert, wenn es dann so ruhig geworden wäre. Ja, ich mag Vinland Saga, ich mag aber den Manga lieber. Aber es ist bei mir relativ oft so. Ey, die Animationen sind super im Anime. Die Musik ist super, das Intro von der ersten Staffel ist genial. Der Anime ist gut, aber mich haben die Zeichnungen einfach mehr abgeholt im Manga. Okay, auf geht's, wir gehen direkt zum nächsten Anime. Und das ist Devilman Crybaby und... Der ist sehr, sehr gefeiert und ich fühle ihn überhaupt nicht. Ja, ich weiß, wahrscheinlich ist irgendwie eine kontroverse Aussage, weil viele sagen, der ist super krass und ich verstehe es echt nicht, weil für mich ist es nicht schön gezeichnet. Ich finde die Story einfach nur wirr und es ist mir einfach zu sehr ein bisschen möchtegern sexual. Also da sind so Szenen, wo ich mir denke, es eckt halt einfach nur an, indem es sehr, sehr sexuell ist und that's it for me. Vielleicht habe ich es auch nicht verstanden. Ich habe mit meiner besten Freundin gesprochen und sie fühlt Devilman Crybaby auch überhaupt nicht. Deswegen beruhigt mich das ein bisschen. Die Story. Ja, was soll ich denn zur Story sagen? Da sind so zwei Protagonisten. Der eine ist irgendwie normaler Schüler, aber kann sich dann verwandeln und dann gibt es ganz viel Orgien, Sex und Gewalt. Ja, ich glaube, mehr von der Story weiß ich gar nicht mehr, weil ich habe das Ding relativ schnell abgebrochen. Dann habe ich nur gute Bewertungen gesehen, habe es weitergeschaut und habe es dann wieder abgebrochen. Viele sagen, das Ende sei so krass. Ich habe dann meine beste Freundin gefragt, ist es das? Und dann sagt sie, nee. Und dann habe ich gedacht, okay, dann brauche ich mir das auch nicht geben und nicht durchziehen. Wenn ihr Devilman Crybaby gefeiert habt, sagt mir doch gerne mal Bescheid, was ihr daran so gut findet. Vielleicht gebe ich dem Ganzen dann doch eine Chance. Aber ich muss auch sagen, irgendwie die Charaktere haben mich halt null gecatcht. Und ich brauche hier immer so einen Charakter, der mich irgendwie begeistert. Vielleicht lag es daran,
Lasst es mich gerne wissen. Kommen wir zum nächsten Anime, ein ganz anderes Genre, nämlich Kuroko no Basket. Und ich nehme den mit rein, weil vielleicht viele ja jetzt im Slam Dunk-Hype sind. Ich hoffe es. Schaut auf jeden Fall Slam Dunk. Hat jetzt nicht mit nichts zu tun, aber egal. Und lest den Manga. Kuroko no Basket ist ein Basketball-Anime. Da geht es darum, es gab mal eine Wunderklasse und da waren einfach nur krasse Basketballspieler. Und unser erstmal Main-Character, der war Teil dieser Klasse, aber war so unauffällig. Seine Fähigkeit ist es, er ist so unauffällig, dass die ganzen Spieler ihn nicht wahrnehmen. Irgendwie, meiner Meinung nach, sehr cool und sehr witzig und so. Und dann kommen die halt in die Oberschule und dann kriegen die halt alle neue Klassen. Und der ist halt in unserer Schule angekommen mit einem Dude, der sehr großes Ego hat. Und die versuchen jetzt die ganzen Wunderkinder zu besiegen in den Basketballkämpfen. Es ist cool, die Spiele sind schon nice. Die erste Staffel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist aber alles ein bisschen übertrieben. Also vielleicht habt ihr schon mal dieses Meme gehört, ja, Kuroko no Basket ist wie irgendwie Saiyajin Basketball. Es ist halt schon sehr übertrieben. Ich mag zum Beispiel an Slam Dunk lieber, weil es viel realistischer ist. Was aber cool ist, auf TikTok wurden mir Ewigkeiten immer so Zusammenschnitte gezeigt, so Kuroko no Basket Tricks, die dann Real Life Basketballer in der NBA gemacht haben. Und das war schon cool. Ich finde Kuroko no Basket allerdings nicht so stark wie Slam Dunk. Wow, ich will ja gerade ein Anime empfehlen und bash ihn. Er ist schon ganz nice. Besonders ist es, glaube ich, für einen Einsteiger-Sport-Anime echt cool. Aber mir haben da einfach Haikyuu besser gefallen. Hajime no Ippo hat mir besser gefallen. Slam Dunk hat mir besser gefallen. Aishi 21 hat mir besser gefallen. Also da gibt es schon für mich stärkere Sport-Anime. Allerdings finde ich es trotzdem ganz cool, weil es der beste Sport ist, nämlich Basketball. Und es ist ja auch ganz nett. Also es ist nicht scheiße. Deswegen, wenn ihr Sport mögt, wenn ihr Sport-Anime mögt und wenn ihr Basketball mögt, könnt ihr euch das echt gerne geben. Es hat auch eine sehr große Fangemeinde, deswegen kann man da, glaube ich, nicht viel mit falsch machen. Ja. Kommen wir zum letzten Anime und zwar Monster. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass Urasawa sehr gefeiert wird. Das ist der Mangaka von Monster. Also der hat zum Beispiel 20th Century Sport. Der hat zum Beispiel 20th Century Boys gemacht, der hat Pluto gemacht, der hat Billy Bad gemacht, ja. Und Monster gibt es auch als Anime, der ist alt, aber cool. Der spielt in Deutschland und es geht darum, da ist ein Arzt und der stand vor der schwierigen Entscheidung, er musste einen reichen Typen retten oder ein Kind retten. Also die kamen beide als Notfall ins Krankenhaus rein und er musste sich entscheiden, hat sich fürs Kind entschieden, obwohl eigentlich sein Chef meinte, hey, rette den reichen Dude. Er hat das Kind gerettet, aber dann werden viele Menschen umgebracht und man vermutet, es ist das Kind. Ja, mehr sage ich gar nicht, weil das wird dann immer verstrickter, das ist halt voll Krimi-mäßig und wer darauf steht, dem kann ich das echt empfehlen. Was man sagen muss, der Anime ist sehr langsam. Es ist alles sehr ruhig, das ist cool, aber es ist halt eine Geschmackssache. Man sagt, der Endgegner Johann soll einer der besten Antagonisten ever sein. Vielleicht ist es ein Argument für euch. Es spielt in Deutschland, was ich persönlich cool finde, weil vieles zum Beispiel auch in Heidelberg ist und ich kenne halt Heidelberg sehr, sehr gut aus meiner Jugend und war da sehr oft feiern. Das ist irgendwie schon cool, das dann zu sehen. Mir gefällt die Story, ich mag aber auch Krimi. Ich finde das Langsame nicht schlecht, aber ich kann verstehen, wenn nicht jeder das fühlt. Ich würde ihn trotzdem empfehlen, weil ich finde, Urasawa wird so sehr gehypt, dass man da schon mal reinschnuppern könnte, sollte. Also natürlich alles keine Pflicht, aber ich finde immer sowas ganz cool, dann aktuell mitsprechen zu können. Und wenn es eh auf Netflix ist, könnt ihr euch das ja gönnen. Übrigens, als kleiner noch Anime, aber wenn wir gerade beim Thema sind, Pluto gibt's auch bei Netflix, ist auch von Urasawa. Ich finde ihn extrem gut. Ich mag auch den Manga sehr, sehr gern. Ist an Astro Boy angelehnt. Das ist ein uralt Anime-Manga gewesen, so ein Classic. Und es ist super gesellschaftskritisch, meiner Meinung nach. Und da werden aktuelle Themen angesprochen, oder das heißt aktuell, aber Irakkrieg wird beispielsweise thematisiert, Rassismus wird thematisiert und einiges mehr. Checkt Pluto gerne aus. Auch in Monster werden Themen besprochen wie Rassismus, weil da gibt es beispielsweise so eine Nazi-Gang und die wollen Türken und Türkinnen umbringen. Und das ist schon heavy. Ich mag sowas halt gerne, dass man halt darauf aufmerksam macht, auf kritische Themen, auf Themen, die aktueller sind denn je. Ihr wisst, antimuslimischer Rassismus ist so krass gerade wieder in Deutschland. Leute, das waren meine 3 Folgen Anime mit 5,5 Anime, die ich euch vorgestellt habe. Gebt mir gerne Feedback, wie ihr jetzt findet das Format. Ich habe da sehr viel Spaß dran. Ich mag es, ein Anime reinzuschauen. Ich versuche auch immer,
verschiedene Anime, also dieses Therme-Ding, das hat es ja rausgerissen, oder? Was sagt ihr? Schreibt mir auch gerne, welche Anime ich mir unbedingt noch geben muss. Und was ihr zu Devilman Crybaby sagt, habt den schönsten Tag, den ihr haben könnt. Habt bald schöne Weihnachten und einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Also ich werde hier sein, aber vielleicht schaltet ihr nicht mal ein. Also ihr wisst, was ich sagen will. Ich mache jetzt auch einen krassen YouTuber-Move. Lasst gerne ein Abo da. Ich sehe in meinen Statistiken, dass mehr Menschen die Videos schauen, die kein Abo haben. Für mich ist es Support. Es ist cool. Wenn ihr nicht wollt, natürlich auch nicht schlimm. Aber wenn ihr es eh anschaut, könnt ihr auch so ein Abo dalassen, meiner Meinung nach. Support ist kein Mord, oder wie man sagt. Egal, ich höre jetzt auf, rumzuleben. Tschüss.